Hallo, vielleicht habt ihr schon von Hoeneß gehört. Das ist ja wirklich unglaublich, was da passiert ist. Das wird jetzt ja auch in allen Medien so groß und platt getreten. Aber ich sage euch, ich lasse mich nicht verarschen und ihr solltet euch auch nicht verarschen lassen. Es geht beim Fall Hoeneß nicht um Hoeneß, sondern um das, was Hoeneß getan hat, Steuern zu hinterziehen. Und das ist falsch und das ist verboten und unser Staat kümmert sich da nicht genug drum, dass solche Leute verfolgt werden. Und das muss sich ändern und es geht jetzt nicht darum, dass wir Hoeneß medial hinrichten. Ich brauche keine scheinbare Gerechtigkeit, ich möchte wahre Gerechtigkeit. Mit der scheinbaren Gerechtigkeit stellt ihr vielleicht die Narren zufrieden, aber mich nicht.